Willkommen zurück beim Minecraft Let's Play. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir so tun müssen. Es ist ja schon jetzt wieder mehrere Tage ausgefallen, das Minecraft-Projekt. Aus Zeitgründen auch, ja. Und aus kurzfristig keine Lust auf Minecraft spielen. Mehr so auf ein anderes Projekt, was die Tage noch starten wird, was schon fertig aufgenommen ist, wird sogar gerade auch im Hintergrund hochgeladen. Das wird die Tage dann starten und dann gucken wir mal, was sich daraus entwickelt. Und wenn das gut bei euch ankommt, werden wir sogar davon noch ein Teil eventuell spielen. Aber nicht sofort jetzt danach. Oh, der war gar nicht fertig, aber ja, weil dann kommen jetzt erstmal wieder hier die neuen großen Spiele. Assassin's Creed Unity. Ich wollte schon wieder 5 sagen, aber es ist ja nicht 5. Es ist ja Unity. Dann gibt's noch Far Cry 4 kommt raus, was ich unbedingt spielen will. Und danach, wenn wir dann wieder ein bisschen was frei haben, dann kümmern wir uns um den nächsten Teil wahrscheinlich davon. Mal schauen. Außerdem wollte ich ja das neue Call of Duty, was rauskommt, auch spielen. Hatte ich ja auch Lust zu. Ob das jetzt wirklich dann in nächster Zeit ist, wenn es rauskommt, passiert, weiß ich ja nicht. Oder ob wir dann eventuell das erst später noch spielen. Aber spielen werden wir es wahrscheinlich auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich nicht sofort nach Release. Aber da habe ich mich auch noch nicht so richtig drüber festgelegt. Oder drauf festgelegt, wann ich was spielen möchte. Außer halt jetzt hier Assassin's Creed, das möchte ich fast sofort bei Release spielen, weil Assassin's Creed bin ich ja schon immer irgendwie ein großer Fan von. Wir werden auch die ganzen älteren Teile werden noch durchzocken. Das heißt 1, 2, 3, Brotherhood, was gab's noch? Revelation, glaube ich. Liberator oder sowas gab's auch noch. Die werden auch noch alle spielen. Denke ich mal. Da werden wir auch noch unseren Spaß haben. Das dauert aber auch noch ein bisschen. Mal gleich ist meine Eisenaxt kaputt. Nicht meine Holzaxt, meine Eisenaxt. Und wir werden hier, glaube ich, gleich noch das Dach bauen. In dieser oder in den nächsten Folgen. So, ihr beide könnt mal miteinander Korn. Kriegt die eine Kuh und die andere Kuh. Und ein Schaf und anderes Schaf. Die hier wollen Körner. Da muss ja auch mal herkommen. Körner. Oh. Kommt das wieder rein dadurch? Komm mal wieder rein. Hallo, Huhn? Seid ihr ein bisschen bescheuert? Mach zu. Hallo, Huhn. Verreck doch. Ah, toll, jetzt haben wir wieder 2 Hühner weniger. Jetzt haben wir wieder 3, wir hätten 5 gehabt. Kacke, egal. Das kommt schon wieder rein. Die paar Hühner. Ich wollte eine neue Eisenaxt machen. Außerdem können wir dann nochmal ganz kurz. Das packe ich einfach mal unter. Karotten, Kartoffeln, Korn. Hier kommt das rein. Den Sapling behalte ich mal. Dann machen wir mal eben 3 Eisen. Dann machen wir. Waren wir es doch? Wir hatten es da. Hier, da, zack, das da rein. Dann brauche ich Holz. 2 Stücke. Oder 2 Sticks vielmehr. Werkbank. So, zack. Zack. Dann werden wir die sogar einmal noch verzaubern mit Schärfe. Na gut, Schärfe ist okay.
So, und jetzt werden wir erstmal schlafen gehen, mal wieder. Haben wir auch schon Ewigkeit nicht mehr gemacht. Nein, ich wollte in den Ofen gucken. Na, Cola mit. Na gut. Na gut, cool, ist okay. So, schlafen wir einmal schnell. Und dann gehen wir jetzt unten da den Baum weiter abfällen. Lass mich mal raus, danke. So, und dann werden wir uns um das Dach da kümmern. Was wir wahrscheinlich so aus dem dunklen Holz machen wird. Müssen wir gucken, ob das gut aussieht. Was macht denn das Schwein da oben drauf? Oh Mann. Mal gucken, ob wir es aus dem dunklen Holz machen. Das weiß ich noch nicht. Davon haben wir jetzt einiges. Ne, so ein bisschen haben wir davon jetzt schon. Da müssen wir dann mal gucken. Ha. So, das wird hier gleich runterkommen, hoffentlich alles. Nur so, okay. Dann. Ich brauche noch zwei Saplings. Komm schon. Komm schon. Einen haben wir. Wo ist das Teil da? Ah, komm schon. Oh. Da ist doch auch einer. Da, den da. Den will ich haben. So. Gut, dann gehen wir als nächstes mal eben hier hin. Wir haben schon ein paar Kühe, das ist eigentlich super. Und gucken erstmal, wenn wir mal ganz kurz zack machen. So, zack. Schauen wir erstmal ganz kurz, wie das aussieht. Wenn wir hier raus jetzt ein Dach drüber ziehen. Kann man machen, ne? Ja, das machen wir. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Da haben wir auch mal ein bisschen Abwechslung mit den Farben und das nicht immer nur gleich. Ne, das ist ja auch irgendwann langweilig. Jetzt muss ich erstmal tausende von Treppen machen. Ne. 20 haben wir erst. Oh Gott. Oh Gott. Erst 20. So. Weißt du was? Ey, lässt du das einfach mal vielleicht? Geht doch irgendwie schneller, oder? Und machen wir noch einen. So, jetzt haben wir 64 Treppen noch. Ich hoffe, damit kommen wir einmal rum. Wäre ja ganz cool. Ja, vielleicht kommen wir sogar einmal ganz rum. Noch bin ich allerdings skeptisch. Und den Stall für die Pferde wollten wir ja auch noch in den nächsten Folgen dann mal in Angriff nehmen. Ne, da erinnert ihr euch bestimmt auch noch dran, dass wir das auch noch machen wollen, weil wir uns ja noch Pferde besorgen wollen. Ne, das wollen wir auch noch. So, hier mache ich dann einmal dafür ein bisschen weg. Ja, vielleicht reicht es doch nicht an Treppen. Befürchte ich gerade dann doch. Oh Mann. Das ist vielleicht auch nicht ganz. Oh. Kacksachen hier. Dass es vielleicht auch nicht ganz ausreicht. Ja, es reicht nicht. Gut, dann gehen wir nochmal eben nicht da lang, aber welche holen? Der Baum hier muss sowieso weg. Fällt mir dabei gerade auf. Ich muss da eh gleich durch. Sag mal, das kann doch nicht dein Ernst sein, ey. So. Na komm. Mensch da. Mensch, Mensch, Mensch da. So, und nochmal. Ja, noch so. Zack. 64. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel ich noch brauche. Das waren auf jeden Fall nicht genug. Ja, ich glaube, das sind genug. Ich glaube, das sind genug.
Oh, geht doch mal alle weg hier. Mensch, doch. Der ganze Müll, der überall rumhängt. So, da sind wir auch mit durch. Jetzt tatsächlich nur 16 gebraucht. Naja, gut, egal. Oder? Wer hat noch mehr? Weiß ich doch nicht. Ich habe doch keine Ahnung. Einmal hier rein. Hier rein. Die Eier aufsammeln. Zwei Stück. Vielleicht kriegen wir zwei noch hier raus. Nee, aber ein Huhn rennt da dazwischen. Sag mal, Hühner, seid ihr irgendwie heute geistig behindert oder so? Ich hole jetzt Körner und kommt der da schön alle wieder rein. Ich glaub das ja wohl nicht. Da rennen die mir alle weg. Weizenkörner. Ach Hühnchen, wo bist denn du? Da bist du. Na gut, dann kommt doch mal mit rein. So, könnt ihr schon wieder. Macht doch mal Liebe. So, ein Huhn mehr. Sehr schön. Jetzt kommt das nächste. So. Jetzt werden wir erstmal kurz das Inventar mal aufräumen, indem wir einmal Holz hier weglegen. Dann eher die beiden. Dann die schönen Körner hier wieder rein. Und dann bei Essen haben wir doch hier. Wir haben gar keine Ruhen. Na, packen wir sie dann einfach mal mit unter. Ja, packen wir damit unter. Weißt du was? Die beiden brate ich jetzt. Dann haben wir sie durch. So, werden gebraten, dann sind sie weg. Was wollen wir dann? Ach ja, genau, einen geeigneten Platz für den Pferdestall suchen. Wollten wir dann eschen. Zack, zack, beides rein, fertig. So, jetzt wollten wir einen geeigneten Stall für den Pferdeplatz suchen. Habe ich jetzt, glaube ich, schon zum 20.000. Mal gesagt. Ein Dach hierfür wollen wir auch noch weiter bauen, oder wollen wir es tatsächlich offen lassen? Einfach nur so einen Rahmen umdrehen und dann offen lassen. Das weiß ich noch nicht, da gucke ich nochmal. Ja, ein Platz für die Pferde. Eigentlich ja direkt da dran, ne? Wär ja eigentlich logisch. Aber ich würde es auch wieder jetzt, ich würde es jetzt aber auch gerne ein bisschen breiter fächern. Vielleicht bauen wir nur so aus reinem Spaß einfach. Vielleicht machen wir, weiß ich nicht, hier ein Stück hinterm Wald. Hier bauen wir dann einen coolen Weg durch und mit rumherum überall nur Bäume, ganz dicht bewachsen und so. Ich plane jetzt einfach diese Folge nur den Rest. Bauen wir hier vielleicht durch und dann hier ein ganz kleines Stück durch. Dann bauen wir vielleicht hier irgendwo, vielleicht ein Stück weiter vorne, hier bauen wir dann eine kleine Farm hin mit Pferden. Das wäre doch richtig geil. Vielleicht auch noch mit ein paar anderen Tieren, vielleicht Kühe auch noch. Vielleicht so ein Kuhpferdehof hier vielleicht hin. Oder vielleicht sogar noch ein kleines Stück weiter weg, damit das ein bisschen abgeschottet ist. Bauen wir hier so einen kleinen Hof hin. Ja, vielleicht nicht. Oder vielleicht wollen wir das Wasser sonst vielleicht wegnehmen. Habe ich auch überlegt. Einmal dicht machen hier. Wasser einfach wegnehmen. Riesengroße Fläche Platz. Weißt du was? Das nehmen wir in Angriff. Wenn wir ein riesengroßes Wasserloch stopfen. Das werden wir jetzt in Angriff nehmen, damit es weg ist, damit wir da bauen können. Unsere schöne Pferderanch. So, Erde. So, das nehmen wir erstmal alles mit. Und dann schauen wir mal, ob wir noch mehr brauchen. Ich denke sogar fast ja, dass wir noch mehr brauchen werden. Aber dann haben wir gleich ganz viel Platz für die Ranch. Das ist auch ganz cool. Vielleicht bauen wir noch. Vielleicht, wir wollen uns auch noch ein eigenes Dorf bauen. Und ein Schloss. Und na gut, okay. Ich habe viel zu viel, glaube ich, vor. Hau ab. So, hier muss ich jetzt halt momentan gerade noch schwimmen. Okay, hier müsste ich eigentlich sogar nicht mehr schwimmen.
Habe ich einen ganzen Stack angefangen? Weil das war hier, glaube ich, gleich schon ein ganzer Stack. Das geht ein bisschen sehr schnell mit so einem Stack Erde verbrauchen. Weißt du das, liebes Spiel? Das geht ein bisschen sehr schnell. Aber wie schnell das in Wahrheit jetzt gleich gehen wird, das erfahren wir erst in der nächsten Folge von Let's Play Minecraft. Bis zum nächsten Mal. Ciao.